Verabschiedung Mai 2017. Der Mai 2017, da war richtig was los. Wenn wir Glück haben, ist jedes Jahr im Mai ab 2018 wieder was los. Denn 2018 kommt Han Solo. Jetzt zum allerletzten Mal im Dezember kommt, weil auch Episode 9 im Mai 2019 kommen soll. Heißt, jetzt die restlichen Tage, die restlichen 6 Monate, die ab morgen anfangen, denn wir verabschieden den Mai. Wir begrüßen jemanden, der hat Geburtstag in der Abteilung Fans bzw. im Verein. Im Verein, die haben heute Geburtstag. Ja, Geburtstag. Happy, happy Birthday. Ja, nicht vergessen, im August, 2 Monate später, denn auch ich gehe jetzt, auch ich habe Geburtstag, aber ich verrate euch nicht wann. Bin aber jetzt mal so für 2 Monate sicherlich weg. Nichts mehr mit Star Wars, kann sein. Wenn die Kamera angeht, ist was ganz anderes hinter mir, weil ist Sommer. Und im Sommer kann man vieles machen. Mich hat auch hier so ein Vieh gestochen, wird also etwas dick. Egal, man zieht es durch, es geht ja auch irgendwann wieder weg. Ach, die Viecher stechen. Der Mai ist vergangen, ist vorbei. Ich verabschiede mich, ich möchte mich bei euch alle bedanken. Ihr habt ja viel mitgemacht. Ich habe viele Nachrichten per E-Mail erhalten, auch bei Facebook. Dann darauf reagiert. Viele Sachen selbst abgerufen, selbst eingekauft. Ihr wart auch selbst dabei. Es hat aber viel Negatives. Also irgendwie ist irgendwie spielerisch, kann ja sein. Comic besteht ja aus Blasen, Seifenblasen, so, ne, wo da irgendwas drin steht. Wenn man irgendwen gefragt hat, kam nichts Weltbewegendes rüber. Ich wollte ein Kostüm gemacht haben, kriege so einen Spruch wie, mach doch selber. Dann frage ich mich, warum bezahle ich, warum bin ich dann dabei, wenn ich eh alles selber machen soll. Also wenn ich alles selber machen soll, muss ich nirgendwo dabei sein. Tut mir recht herzlich leid. Ja, ich wollte, wie gesagt, in einen Verein. Verein geht leider nicht, weil da müssen sie erst beraten, da müssen sie sich treffen, darüber abstimmen, keine Zeit für. Als Firma reagieren wir sofort. Hätte auch gerade einen Kunden, sage ich, stopp, wir arbeiten dran, machen wir. Denn wir sind ja an sich Film. Und da passte es mit Star Wars. Wenn selber nicht 30 Jahre da gearbeitet, 77 bis 2007 in der Spielwaren, PR, Film, Sache, dann wäre das sicherlich auch gar nicht passiert. Es wird jetzt alles weggeräumt. Es kommt jetzt alles weg. Jetzt kommt erstmal der Sommer, so ein bisschen so, ne? kommst da, ach egal, ihr seht auch an der Uhr da oben, seit 5 Minuten am Ackern hier, aber seit 5 Minuten auch schon meine Kunden gehabt, also sehr lustige Kunden schon gehabt, auch super Auftrag, der läuft da gerade, so eine Hochzeit, die gerade bearbeitet wird, also zu tun, genug, ja, deswegen, Star Wars ist eine andere Geschichte, Star Wars gehört Disney. Sollen die da was machen? Am liebsten setze ich mich vor einer Flimmerkiste, gucke mir da ran. Am 17. Juni fängt ja Star Wars bei Disney an. Jetzt gerade lief es ja bei Disney XD. Ab 17. Juni, wie gesagt, gucke ich mir dann in Ruhe Star Wars Rebels bei Disney Channel an. Okay. Ich habe auch keine Lust mehr, so darüber zu philosophieren, weil die Seifenblasenoper, also Internet ist eine Seifenblase und wenn man das Ding ausmacht, dann kriegt man auch nichts mit. Ne? Weil hier draußen ist figurenfreie Zone, hier hat auch keiner Interesse, hier laufen Monitore, wir machen Aufzeichnungen über Spiele und wir zeigen, wir haben die Figuren, wir haben eine wunderschöne Deko gebaut. Ja, irgendwann ist Schluss, ist wie so eine Convention gewesen, ein ganzer Monat, 31 Tage im Star Wars Fieber gewesen. Also das war schon ein Hammer. Ne? 31 Tage Star Wars Fieber. Boah, Fieber, Star Wars Fieber. Ja, das war's. Ja. Werbung, mal schauen. Schaue ich mal. Okay, muss ich gucken. Muss ich mir eine neue Kulisse bauen, worin ich agiere. Star Wars, das kommt jetzt alles irgendwie weg. Wir bauen einen neuen Raum. Beziehungsweise ich baue mir einen neuen Raum, ich habe Lust darauf. Der Raum, der muss erst frei gemacht werden, der ist voll gestopft. Aber wird schon klappen. Ja,
da der Raum, wo gedreht wurde, den der Künstler immer so kalt war, habe ich mir gedacht, weißt du, wenn der Raum immer zu kühl ist, ja, obwohl, wenn die Kameras und die Lichter angegangen, dann haben die schon gemerkt, wie warm der Raum wurde. Ne? Also manchmal war der Raum auch überstrahlt schon durch die Lichteinwirkungen. Mal schauen. Also wie gesagt, irgendwie umbauen, was Neues machen, ist viel körperliche Arbeit. Geht also schon in die Knochen. Bei der Erwitterung lieber, ne, mit Sangria auf dem Liegestuhl irgendwo am Rhein an der Ruhr oder an der See oder am Meer liegen. Macht mehr Spaß. Ne? So, wie gesagt, der Auftrag läuft da für eine Hochzeit. Heute verabschiede ich den Mai in die Seifenblasen Opa YouTube-Kanal. Spreche ich jetzt hier in die Kamera rein. Ob mir auch was einfällt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich nichts mehr bestellt habe. Die letzte Sache muss wohl angekommen sein. Das war, glaube ich, Kylo Ren. Jetzt kann es sein, dass, wie gesagt, viele kommen, die für die Geburtstage einkaufen. Gestern war also Wahnsinns-Bildertag. Also ich war mehr im Studio, im Fotostudio, weil Urlaub und all die Sachen, die Vorbereitung, Ausweisbilder und Bearbeitung und so weiter. Also war richtig was los. Also gestern, am 30. Mai, heute ist der 31. Mai, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte gerade schon einen Kunden, wann machst du denn? Weil auch wir, wie gesagt, Überspielungen machen, Super 8, Normal 8 Herstellung, also wir digitalisieren und alles. Wir haben uns eine wunderbare Maschine ausgesucht, die immer noch nicht geliefert wurde, weil viele Kunden Normal 8 haben. Ja, viele haben ja Super 8, aber Normal 8 war ja davor und die suchen händeringend jemand, der das digitalisiert. So, also, hier muss noch einiges umgebaut werden. Und das war jetzt im Zeichen von Star Wars. Star Wars ist jetzt vorbei. In 10 Jahren erleben wir uns wieder. Oder einmal im Jahr, im Mai, ab 2018. Jetzt 2017 nochmal im Dezember. Nochmal so. Ja. Ja, und dann war es das auch schon. Ich suche aber, wie gesagt, Kostümträger. Weil wir sind ja ein Club. Star Wars, Fans, Stadt Essen, Club. Wir sind nur ein Club. Unverbindlich und so. Ab Juni ist auch wieder samstags offen. Der Stammtisch bleibt. Nur es wird halt ein bisschen mehr umgebaut. Es wird sich eine Menge ausgedacht. Es soll schöner werden. Ja, jetzt haben wir ja 6 Monate Zeit, bis der Film anläuft. E8 und dann schauen wir. Jetzt gehen wir halt wieder in den Foto-Filmbereich über. Ihr habt ja genug Clips und so weiter. Es würde mich schon freuen, wenn ihr einfach vorbeikommt. Geschäft ist immer offen, montags bis freitags, von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und wie gesagt, kaufen könnt ihr ja bei Amazon. Also wie gesagt, das kann man ja online kaufen, das ist ja nicht wichtig. Die paar Sachen, die wir ja haben, die waren wie gesagt für die Lounge, die waren für die Foto- und Filmarbeit, damit das nach etwas aussah. Ja, und das geht jetzt alles wieder in die Kartons. Wir könnten ja auch alles wieder zurückschicken, ist also kein Thema. Wir könnten wirklich alles wieder zurückschicken, aber machen wir nicht. Schöne Deko, bleibt eine schöne Deko und die Idee, einmal im Monat eine Hammerfigur von Sideshow oder Hot Toys zu bestellen, das bleibt auch. Ich arbeite also immer noch dran, den Han Solo E7 zu bekommen, weil er mir gefallen hat. Also die mir da die Sachen aus Japan geschickt haben, das war ja Kokolores. Also ich kaufe nicht mehr bei Amazon. Tut mir leid, also Amazon, nein, danke. Also, wer bei Amazon nur kauft, der sollte mal sich überprüfen lassen. Ne? Also das war ein Riesentest. Also Amazon hat hier nur Schrott geliefert. Nur Schrott. Also das war schon nicht mehr schön. So einfache Sachen, die man so täglich braucht zur Arbeit. Hier Papier etc. kann man bestellen. Ist nicht so schlimm. Ist ja, aber wird ja verarbeitet. Oder Videos. Ist auch okay. Aber keine Figuren. Also Figuren auf keinen Fall. Das bringt nichts. Das bringt nur Ärger, was da angeliefert wird an Schrott. Also das kann man nicht sammeln. Also für Sammler auf keinen Fall. Und da wir für Kinder hier nichts anbieten, wir haben zwar Jugendliche hier, der Marcel zum Beispiel, der mag Star Wars ohne Ende, das wisst ihr ja. Der lief ja hier auch schon mal vor laufender Kamera. Der wird hochgradig enttäuscht sein, wenn er demnächst hier reinkommt und nichts von Star Wars mehr zu sehen sein wird. Ne? Morgen, grüße, hallöchen. Einmal kurz was auf Word schreiben. Ja, genau.
Welche Erfahrung habt ihr mit Star Wars? Welche Erfahrung habt ihr mit Comic? Welche Erfahrung habt ihr überhaupt? Also ich hatte gerade auch wieder sehr viele Kunden. Ja, das Internet. Die Leute sitzen alle nur noch vorm Bildschirm. Stimmt. Die Leute sitzen alle nur noch vorm Bildschirm. Ich habe jetzt einen riesen Monitor am Fenster. Ich wette mit euch, guckt keiner hin. Den Monitor hätte ich mir sicherlich klemmen können. Aber ich habe ihn halt mal ins Schaufenster gesetzt. Man kann halt da einiges sehen. Und mal schauen. Ja, den dicken, fetten Panzer habe ich demonstrativ auch mal wieder aufgebaut. Ich habe einen 12 Kilo schweren M1-Panzer da aus dem Zweiten Deutschen Weltkrieg da. Blablabla. Ich weiß, voll beweglich, voll ferngesteuert, bla bla bla. Ach, das gibt immer so ein Echo. Okay, daneben steht immer noch Star Wars Celebration, passt irgendwie nicht. Aber man könnte diesen Panzer jetzt umbauen zu einem sogenannten, ihr wisst schon, mit, ne, für Star Wars von Rogue One hätte man den irgendwie umbauen können. Der Rogue One Panzer in Köln sah ja nicht schlecht aus. Alle nix wie drauf, haben sich fotografieren lassen. So Fotosession macht ja unheimlich viel Spaß. Da bin ich ja wieder involviert. Fotosession, Filmsession, da kann man wunderbare Sachen machen. Das macht ja auch unheimlich viel Spaß, wenn man so eine Kulisse da geboten bekommt. Ich habe also die Kulissenbauer auch schon angerufen, aber das ist alles zu teuer. Nur zum Gucken ist das zu teuer. Ja, was sollte man so machen? Also die Seifenblasenoper Star Wars, die Seifenblasenoper Internet, das ist nun mal, bleibt, ihr seht an der Uhrzeit, ist schon ein bisschen fortgeschritten, eine knappe halbe Stunde. Und hier war schon einiges los, viele Diskussionen auch schon, auch über Star Wars. Mittlerweile sehe ich das hier so als kleines Wohnzimmer an, Star Wars Wohnzimmer, wo man dann so sitzt, sich so die Figuren anschaut oder die Bücher liest. Jo, an sich ist es schade, sowas wegzuräumen, aber eine Firma muss ja sich immer neu denken, eine Firma muss sich immer neu ausrichten, eine Firma muss ja irgendwie so am Markt jonglieren. Schauen wir mal, was so im Sommer abgeht, der Juni, Juli bringt. Im August, nicht vergessen, im August, meine lieben Freunde, bei den Dortmundern da auflaufen, euch anschauen, mitmachen, Spaß haben, sommerlichen Spaß haben, das ist wichtig. Jo. Ach, ihr merkt schon, ich kümmere mich jetzt, ja, ich verabschiede den Mai, kümmere mich für den Juni, bin so richtig motiviert, aber nicht mit laufender Kamera hier rumzuwuseln. Könnte man machen, man könnte ein Live-Video machen über das Rumwuseln, über das Rumarbeiten, sich das Neue ausdenken, zuschauen, wie einer schuftet, sich was Neues ausdenkt. Ja, aber ob es was sehenswert ist, ich weiß nicht. Okay, bleibt mir gewogen, wie ich euch gewogen bleibe und vergesst mich nicht, wie gesagt, die neuen Videoclips muss ich mal gucken, wann ich die on air bringe und mit was, also welches Thema. Das Thema Dauerlutscher, Star Wars, lutscht ja jeder und lutscht dich langsam ab. Ja, Star Wars lutscht dich so langsam ab. Ja, wenn man 3-4 Mal dieselbe Figur gesehen hat, naja, aber ich freue mich wieder auf Film, weil es macht Spaß. Rebels, wie gesagt, im Juni ab 17 in Disney Channel. Mir macht es überhaupt Spaß, Filme zu gucken. Ich freue mich also auch schon auf Captain wieder hier, Captain Sparrow, zu Hause gucken. Ich freue mich dann auch auf die Marvel-Geschichte da. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da. Galaxy, zweiter Teil. Valerian. Den Science-Fiction-Film Valerian. Wow, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, also der, das, was ich gesehen habe, war schon gar nicht mal so schlecht. Ja, das war es auch schon. Ich lege mich jetzt zurück, schau mir an, was ihr so alles macht. Ja, Mann, es war schön. Es war schön. Es war ein wirklich wunderschöner Mai. Ehrlich. 40 Euro Sound. Hat richtig Spaß gemacht. Die Convention war auch nicht schlecht. So in Orlando. Ja, dann der Force Day, wie jedes Jahr, ne? Und dann der 25.05., der Filmgeburtstag, war ja auch super, ja, hat Spaß gemacht, der Mai. Mittlerweile fühle ich mich hier so wie in einem Wohnzimmer, auch wenn wir hier in einem Shop sind und ich jederzeit einen Kunden haben werde und dieses Video unterbrechen muss. Gerade mit Phil Deirichs, der uns dieses gute Stück
angeboten, hat uns dieses gute Stück angeboten, den Darth Maul, für weit unter 30 Euro. Wenn man bei Google die IN-Nummern hier eingibt, dann einfach nur die Nummer eingeben bei Google, schon taucht es auf, würde kosten $44.90, free shipping, heißt also, wäre über 30 Euro. Wir haben also unter 30 Euro erhalten. Die Ware ist echt, kommt frisch aus China, ist auch dort hergestellt im Jahre 2014. Hat also schon 3 Jahre auf dem Buckel, dieses gute Stück. Das Maul mit Wechselkopf. Wie gesagt, denken wir gerade so aus, weil wir stehen ja kurz vor Juni. Die Tür ist zwar weit auf und es ist Sommer und ich sitze hier in meiner Star Wars Lounge, habe hier auch meine Zettelchen hängen, weil wir ja ein Club sind, ne? Ein Star Wars Fan statt Essen Club. Und wir freuen uns, also ich jedenfalls, einer davon zu sein. War ja viel los im Mai, wirklich war viel los, es hat viel Spaß gemacht. Haben wir viele Ideen, ja, einige, die der Meinung sind, mal eben eine Kamera anmachen, schon wird man Star. Nee, wird man nicht. Meiner einer macht das schon seit 1966 mit Super 8, Normal 8 und hat 75 dann angefangen mit VHS, beziehungsweise mit diesen komischen Kameras Betamax und so weiter. Und später kam VHS und so weiter und war schon eine lustige Geschichte. Und heute machen wir das ja hier mit solchen Studiokameras. Obendrein ist das eine Steady-Kamera, die könnte jetzt wirklich damit aufstehen und durch die Gegend rennen und ihr hättet immer ein gerades Bild zum Beispiel. Ist also eine Steadicam, die das da aufnimmt in Full HD. Ja, Plauderstunde mit eurem Medienkanzler, Plauderstunde hier zum Abschied von Star Wars. Manchmal überlege ich mir auch, soll ich jetzt hier alles wegrollen? Ne? Aber wie soll ich sagen, das ist wie so ein kleines Wohnzimmer. Man sitzt hier, kann hier mir gleich so ein Buch holen, mit dem Phil darüber diskutieren hier, ob die Ware echt oder nicht echt ist. Kann nur sagen, die Ware ist echt, kommt aus China, 2014 produziert. Die Nummer gibt man bei Google ein und schon weiß man darüber Bescheid. Hat auch einen Ehrenplatz, ganz weit oben. Und ja, wie gesagt, sieht aus, so blaue Stunde aus Star Wars Raum mit diesen Hot Toys Figuren, gestern ja noch repariert. Ja, ist alles wieder in Ordnung. Jetzt fiebere ich schon auf die nächste Figur, Han Solo aus E7, möchte ich haben, GKW zwar vorbei, irgendwann bestelle ich sie mir, dann ist sie auch hier, dann geht auch der Video an. Also jedes Mal, wenn neue Ware kommt, einmal im Monat Videoclip über Hot Toys oder Sideshow-Figuren, das werde ich mir gönnen. Ja, boah, ich bin heute so müde, so lustlos, echt kein Bock. Keine Böcke, irgendwie sich so hinsetzen da draußen in der Sonne, ach herrlich, oder hier halt und dann rausschauen. Das macht ja viel Spaß. Es waren ja schon viele hier, die wissen also ganz genau, wo ich jetzt hier sitze. Ich habe ja hier also schon viele Fotoaufnahmen gemacht von Star Wars Freunden, die als Han Solo vorbeigekommen oder als imperialistische Figur vorbeigekommen. Qui-Gon Jinn war da sogar, und den durfte ich dann fotografieren, den durfte ich dann auch veröffentlichen. Das war dann Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi saß ja dann hier mit seinem Saber und fand ich nicht schlecht, fand ich echt gut. So, wie gesagt, gerade mit Phil Geirichs Fanwerk, geht mal gucken, fan-werk.de, da kann man wunderbar mit ihm drüber sprechen. Die Ware ist echt und hat auch Gewicht. Hat auch Gewicht, muss ich sagen. Darth Maul mit Wechselkopf. Wie er in erster, er war ja nur in Nummer 1, Star Wars 1 und ja. Nur unmissverständlich da mit den Sabern. Das habe ich da irgendwie nicht verstanden. Warum die Saber da so. Ja, genau. Also ich hatte ja einen Doppelsaber, aber keine Ahnung. Da müsste ich den Film gleich mal fragen. Welches nochmal zu holen? Ich philosophiere ein bisschen hier in meinem kleinen Wohnzimmer, ne, im Shop. Ach Leute, wisst ihr, so im Shop gemütlich, da vorne wird gearbeitet, hier kann ich mich ausruhen, hier so, ach, in den Sachen blättern,
mir die Figuren angucken. Ahsoka Tano, die da oben auch hängt. Wunderbare Figur, Ahsoka. Ja, ich freue mich auf den 17. Juni. Wenn bei Disney Channel, wenn man beim Disney Channel sich alles anschauen kann, nicht schlecht. Ah ja, Agent Kulla, die Jedi Master, den habe ich auch leider noch nie gesehen. Da sind ja viele Figuren, die ich noch nie gesehen habe. Auch in den Regalen nicht. Es gibt ja leider nicht alles. Und wenn man Sammler ist, dann ist man ja wirklich schwer unterwegs, um an die Ware ranzukommen. Welche Formen alles von Anakin gab. Klein, mittel, groß, älter, noch älter. Dann Anakin, wie er in der Battle Damage war. Wie er da kaum noch Arme, Beine hatte. Ja. Dann gab es ihn so ein bisschen E-Master aussehend, ja, Anakin, als Cold Wizard Gear. Also alles kann man ja gar nicht sammeln. Es werden ja, keine Ahnung, wie viele tausend Variationen von diesen Figuren hier. Die Ventress zum Beispiel wäre keine schlechte Figur gewesen. Die Ventress war mal hier. Die war natürlich sofort wieder verkauft, ist klar. Also ich persönlich möchte keinen Handel mit Star Wars treiben. Gefällt mir. Ich sitze gerne hier, schaue es mir an, sehe mir auch gerne den BB-8 an, wie er da diesen da macht. Nee, ne? Ja. Und Boba Fett hier, verschiedene Variationen. Also, es bleibt dabei. Toy, Hot Toys Sideshow. Diese Figuren, diese Größen. Mal gucken. Ne? Einfach nur so. Ist kein Muss. Es muss auch keiner vorbeikommen. Ihr könnt euch an den Videos da erfreuen. Ja, so ein Video aus dem Star Wars Wohnzimmer in der sogenannten Star Wars Lounge. Es macht richtig viel Spaß. Es würde natürlich viel mehr Spaß machen, wenn mehrere mitmachen würden, die also auch Lust hätten, im Star Wars oder mit Star Wars sich zu identifizieren, mit Star Wars zu unterhalten. Ich meine, ich bekomme sehr viel Besuch zwischendurch, da läuft die Kamera dann halt nicht. Wir unterhalten uns dann hier, hier vorne ist ja noch ein Sessel. Und wenn man dann hier so sitzt, ja, die Figuren um einen herum, die Bilder um einen herum, ist schon gemütlich. Jetzt fehlt hier nur noch ein Käffchen, ne? Ein schönes Käffchen. Fehlt jetzt hier dann vielleicht noch Gebäck oder so oder lecker Eis. Ja, also, ne? Und dann so philosophieren hier über die ganzen Stormtrooper zum Beispiel, Clone Trooper, Stormtrooper, Orange Squad Trooper, Lieutenant Ambush, wie die alle heißen, ne? Cloud Car Pilot, ne? Hier ist Darth Maul, ne? Darth Maul. Jetzt verstehe ich auch, warum der so einen getrennten Saber hatte da oben, ne? Hängt der jetzt da oben. Den kann man hier so, dann hat er den Doppelsaber. Hat er halt. Klingt doch mit selber. Ja, an Darth Malak kommt man so selten ran, obwohl der steht ja da oben, der Darth Malak. Den haben wir also auch schon da. Ja, bin so am Blättern und suche halt den Revan. Nilius sehe ich gerade hier. Darth Nilius, den gab es auch. Aus dem Jahr 2008, aus dem Videospiel. Gab es ihn als Figur, war also auch nicht schlecht. Ist aber dennoch wieder sehr schwer ranzukommen. An den allerteuersten erinnern wir uns von 1978 aus der 12er Serie. Ja, da war ja wohl der teuerste, kostet 25.000 Euro. 25.000 Euro kostet er heute im Jahre 2017. Und wer den hat, naja, der hat den dann. Also eins hier philosophiert gerade hier wieder. Ja, ihr merkt schon, ich verabschiede heute den Mai, ne? Videotechnisch. Im Moment habe ich ruhig, brauche also nicht unterbrechen. Ja, ich habe natürlich viele Fans von General Grievous. Ah, General Grievous, wow, General Grievous. Wow, na, ist klar. Sideshow, 1:6. Ja, mit auswechselbaren Armen. Viel Zubehör.
Jetzt, okay, Jar Jar Binks brauchen wir nicht so gut haben, der ist ja so wie gar nicht. Ne? Jedi Master Krush aus dem Jahr 2010, den hätte ich schon gern. Sieht eher aus wie Möwe. Die Zähne. Also, man könnte schon einiges. Ne? Aber wie gesagt, es war ein Riesenversuch, euch zu animieren. Ich bedanke mich wirklich, dass über 30 Personen hier waren. Über 30 Personen waren hier. Ja, und jetzt schwelge ich so in Erinnerung. Ich bin jetzt hier in meinem Star Wars Lexikon am Gucken. Auf riesige Schaufenster. Monitore laufen. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner drauf schauen wird. Keine Ahnung. Aber hier so das Wohnzimmer. So, das Wohnzimmer. Da könnte ich mir doch, ja, da könnte ich so lassen als Lounge. So zum Sitzen. Ja. Wenn so viel. Ich habe noch kein Echo gehabt, weil wenn wir so viele Foto- und Videosessionen da hinten machen, wenn die Leute dann hier sitzen und warten, bis wir da fertig sind. Weiß nicht, ob. Ob die das gemütlich finden oder so, müsste ich mal fragen. Wirklich, ich müsste mal fragen. Ist das irgendwie gemütlich? Soll ich das noch gemütlicher machen? Na? Das Ganze. Also mehr will ich gar nicht. Also, ne? Ich möchte das auch gar nicht. Wirklich, möchte ich nicht. Ne, verkaufen. Ich finde toll, dass ich so habe. Ich bin stolz, dass hier unten der Darth Vader mit Wechselkopf ist. Alles beleuchtet. Ja? Auch von Sideshow. Ja, also, irgendwann sitze ich hier. Nur Sideshow-Figuren, riesige oder einfache, ihr wisst schon, Glasvitrine und überall schaut mich dann da so eine Sideshow-Figur an. Ja, sowas, ja doch, könnte mir, doch, ja. Ja, ist zwar selten, muss ich dabei sagen, ich habe ja kaum Zeit. Also ich habe ja kaum Zeit, jetzt hier so gemütlich zu sitzen, wie ich jetzt hier vor dieser laufenden Kamera sitze. Und mich vom Mai und von Star Wars 40 Jahre verabschiede. Also der Mai, da habe ich so viel zu tun gehabt, deswegen bin ich ziemlich erschöpft, bisschen müde. So richtig Lust hat man gar nicht. Könnte mir jetzt hier vielleicht einen super gemütlichen Sessel vorstellen, den ihr vielleicht kennt zu Weihnachten, diese Wahnsinns-Ohrensessel da. Ja, vielleicht mache ich mir das. Ne? So einen fetten Ohrensessel dahin. Dann so ein Kamin, ja, so tun als ob, da hält gerade ein Auto an, es könnte sein, dass ich jetzt doch unterbrechen muss, dann könnte sein, ja, schade, so, dass ich unterbrechen muss. Naja, ich unterbreche mal, ich habe Glück, brauche nicht unterbrechen, fährt weiter. Hat nur reingeschaut, weil ich jetzt hier so sitze, ist klar, die Tür weit auf und fragte sich wohl auch gerade, weil ich ja gerade da rausschaute. Ach, ich erlebe so viele tolle Sachen, auch da draußen. Gestern waren da auch zwei am Werke, waren schon auch sehr unheimlich nette Kunden, hatten da irgendwie Schwierigkeiten mit dem Auto und mussten da irgendwie mit Strom hantieren. War auch eine tolle Geschichte. Also ich werde mich jetzt gleich nach draußen begeben, werde mich da so in die Sonne legen. Ihr merkt schon, ich habe so richtig keine Lust heute, auch nicht, keine Lust heute über Star Wars zu philosophieren. Ich hatte aber einfach nur Interesse, einfach nur Lust, die Kamera anzumachen, mit euch zu philosophieren, mich bei euch bedanken, bei den ganzen Einträgen, eure eigenen Geschichten, die ihr da auf den Weg bringt, eure Bilder, wo ihr wart, auf den ganzen Conventions, auf den Cons, Comic-Cons in Köln, in Frankfurt, in München, jetzt die Dobicom am 3.4. in Düsseldorf. Mehr was für China. Ne? Mangas für die Manga-Freunde. Ja, also hier der Fanclub. Der wird sehr oft besucht, wir unterhalten und so. Ich habe sehr viele, die hinter 3,75 Inch her sind. Aber da, da Star Wars sich jetzt so ein bisschen abnudelt. Ne? Star Wars nudelt sich ein bisschen ab. Es gibt so einige Kernleute. Aber die Masse steht da nicht so drauf auf Star Wars. Deswegen, ja, aber wie gesagt, das Video soll reichen, weil das wirklich gesagt ein Dankeschön ist an euch. Wirklich, das ist ein Dankeschön an euch, dass ihr mitgewirkt habt, dass ihr dabei wart, dass ihr da wart. Ja? Was dabei alles mal rauskommt, keine Ahnung. Wir sind halt, wie gesagt, nur ein Club. Hier kann man, ist unverbindlich. Wir haben hier keine Zwänge.
Wir freuen uns, wenn irgendwas ist. Ja, hin und wieder sind da so ein paar merkwürdige Fragen. Kannst du nicht mal, machst du nicht mal, wisst ihr, mach mal eben oder so, das ist immer so eine Sache, mach mal eben. Leute, das kostet Zeit, Leute, das kostet Geld und vor allen Dingen Zeit. Geld ist nicht so wichtig, aber Zeit. Weil ist ja alles da, ist ja Abfallproduktion, wir produzieren jeden Tag. Also gestern war, wie gesagt, Fotosession, ja. Eine Fotosession nach der anderen, ich war hier am Wetzen. Ist klar, ist das Wetter, die Leute sind jetzt, und Geburtstage, ja, im Sommer, die Geburtstage sind ja immer ein bisschen fröhlicher, wie die Geburtstage so im Winter. Aber waren viele Star Wars Kunden da, wie gesagt, bin froh, dass ich alles wieder da habe. Aber mittlerweile kommen Kunden, die andere Figuren haben möchten, so Aliens, Predators, Iron Man, Batman, ja. Also ich müsste nicht alle Figuren hier haben, aber ist Quatsch. Ich finde das ist Quatsch, weil ihr kauft das sowieso nur online, ihr kauft das sowieso nur bei Amazon. Also schaut es euch hier an, wenn sie euch gefallen, geht dann nach Amazon und kauft dann. Ja, so geht das. Also ich finde es toll, ich stehe hier gerne in meinem Wohnzimmer. Ich habe hier so viele Unikate Sachen, die kein anderer so hat. Und ja, ne, BB-8, ein Riesenpost, der immer am Rumpiepen ist, macht Spaß.